dem Blutgerüst erfüllen sich für sie mit immer neuen Todesopfern an. Und das wird nimmer enden, bis sie selbst, die Schuldigste, darauf geopfert ist. Ich bitte in diesem Brief um eine große Gunst, um eine Unterredung mit ihr selbst, die ich mit Augen nie gesehen. Man hat mich vor ein Gericht von Männern vorgefordert, die ich als meinesgleichen nicht erkenne. Ihr habt die Feinde Englands kennenlernen. Ihr Hass ist unversöhnlich gegen mich und unerschöpflich ihre Blutentwürfe, solange sie lebt, die ihre Hoffnung nährt. Verleugnen wird sie dich, wenn du gehorchst, und ihren eigenen Namen reinzuwaschen, die Bluttat rächen, die sie selbst befahl. Nie warst du, nie zu einem Sieg der Schönheit gerüsteter als eben jetzt. Nicht um alle Länder, die das Meer umfasst, möchte ich vor euch so stehen, wie ihr vor mir. Bekennt ihr endlich euch für überwunden? Ihr wollt nicht hören! Euch zu warnen komme ich, auch eure Schritte sind verraten! Sobald den Briten keine Wahl mehr bleibt, bin ich im echten Ehebett geboren.